Die EVN und Kabelplus machen Energieberatung gemeinsam noch einen Schritt leichter. Die EVN Service Center sind eine neue Anlaufstelle in allen Energiefragen für persönliche Beratung und individuelles Service rund um Energiesparen. Der neue Standort Mistelbach wurde nun feierlich eröffnet. Nach 9 bisherigen Servicestandorten in ganz Niederösterreich hat also nun das 10. EVN Service Center in Mistelbach seine Pforten geöffnet. In diesen Service Centern versuchen wir unseren Kunden umfassende Beratung, persönliche Beratung zu geben zu allen Fragen der Energie, aber auch der Telekommunikation. Stichwort ist Energie- und Umweltberatung. Ist das der Hauptgrund für die Erbauung dieses Centers? Ja, wir sehen, dass wir eine verstärkte Nachfrage nach einer qualifizierten persönlichen Beratung haben, insbesondere auch im Hinblick auf die Energieeffizienz. Und da kann man zum Beispiel hier sich auch beraten lassen, wie man die EVN-Bonuspunkte am besten eintauschen kann. Die EVN hat so die Möglichkeit, am neuen Standort ihre breite Palette an Dienstleistungen und Produkten unter einem gemeinsamen Dach zu bündeln. Auch Kabelplus ist mit seinen Angeboten mit im Boot, aus gutem Grund. Die Qualität unserer Kundenbeziehungen misst sich sehr stark daran, an der Qualität, wie wir auf unsere Kunden zugehen, misst sich an der Regionalität und an der Nähe zum Kunden. Und dieser Schritt mit den Beratungszentren gemeinsam mit der EVN, unserer Konzernmutter und Kabelplus, ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Kunden. Ja, was wir erreichen wollen, ist die optimale Verzahnung sämtlicher Kommunikationsschnittstellen zu unseren Kunden. Der Kunde soll je nach seiner Situation die Wahl haben, heute möchte ich ins Beratungscenter, ins Servicecenter kommen, morgen rufe ich an im Servicecenter oder bestelle über Internet auf der Kabelplus Homepage oder über eine App, bestelle dort meine Produkte, mache dort Upgrades zu meinen Produkten. Und das ist etwas, was wir verstehen unter Kundenorientierung, dass wir möglichst viele Schnittstellen für unsere Kunden schaffen. Das Servicecenter stellt eine maßgebliche Angebotserweiterung zu einem wichtigen Zukunftsthema für die Bewohner der Bezirkshauptstadt dar. Es ist ja so, dass im Bezirk Mistelbach sind ja bereits 35 EVN-Bauerpartner angesiedelt. Und wenn wir jetzt da hier in der Bezirkshauptstadt ein Beratungscenter, ein Servicecenter haben und diese Beratungstätigkeit auch angenommen wird, da glauben wir schon noch, dass es auch zu einer gesteigerten Auftragslage kommen wird und dass natürlich dadurch die regionale Wertschöpfung auch gesteigert werden kann. Wie ist nun der erste Eindruck von diesem Center hier? Na, es ist sehr schön geworden. Ich kenne das Lokal schon seit einiger Zeit. Es ist wunderbar gestaltet worden. Ich glaube, es ist ein Center, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne herkommt. Im neuen Service Center in der Hafnerstraße 2 in Mistelbach wird also vieles geboten. Beratung pur, natürlich auch zu unseren Verrechnungsdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen wie Kabelplus Complete und Premium TV haben wir auch jetzt im Angebot. Was wir jetzt auch noch dazu bekommen, ist sogenanntes zeitversetztes Fernsehen. Das wird im Frühjahr dann von Kabelplus lanciert im Markt. Ja. Und das revolutioniert natürlich die Fernsehgewohnheiten im Haushalt. Wir testen sie jetzt gerade. Ich merke ja, durch das zeitversetzte Fernsehen, das ist ein ganz neuer TV-Genuss, ein ganz neues TV-Erlebnis. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir beraten können. Natürlich auch Interessenten, ja. Die haben gehört, gesehen, eine Kabelplus-Werbung und sagen, jetzt möchte ich eigentlich einmal wissen, was kann die Kabelplus denn für mich eigentlich bereitstellen. Einfach reinkommen ins Service-Center. Wir beraten sie gerne und man kann sich dann noch überlegen, ja, möchte ich das jetzt, passt das für mich oder man kann sofort auch im Service Center dann abschließen. Von Seiten der EVN hat man sich für 2019 noch einiges vorgenommen. Wir haben in diesem Jahr ein ehrgeiziges Programm. Wir werden in Mödling, wir werden in Krems und in Hollerbrunn im April unser Service Center eröffnen.